Damit sind alle Pferde startklar, alles in den Boxen und der Start ist erfolgt in diesem Moment. See You Soon springt etwas hinter den Pferden an. Filaga ist am schnellsten auf den Beinen, gemeinsam mit Exceeder Reader. Weiter außen dann Ragazzo, dann folgt Trini, Sugar Love und See You Soon am Schluss des Feldes, aber wieder mit Anschluss. Exceeder Reader hat jetzt das Kommando übernommen. Exceeder Reader führt, dahinter galoppiert Filaga, noch weiter außen Ragazzo, dann folgt Trini vor Sugar Love und vor See You Soon. So geht es in den Schlussboden. Exceeder Reader mit dem Kommando. Dahinter Ragazzo, zweites Pferd. Filaga ist dritte. Viertes Pferd dann Trini vor Sugar Love und See You Soon am Schluss des kleinen Feldes. Aber alles in dichter, in kompakter Formation. Es geht in Richtung der Zielgeraden. Exceeder Reader mit dem Kommando. Ragazzo ist zweites Pferd. Filaga dritte. Dahinter Trini. Sugar Love lauert dann in fünfter Position. Und sechste und letzte im Moment ist See You Soon in der Zielgeraden. 550 Meter noch. Exceeder Reader wird sofort passiert von Ragazzo. Ragazzo geht nach vorne. Dahinter zieht Filaga auf. Sugar Love ist zur Stelle. Trini außen wird eingesetzt. See You Soon kommt jetzt sehr stark in die Partie. Aber vorne Exceeder Reader noch weiter mit Ragazzo. Ragazzo, Exceeder Reader und See You Soon wird immer stärker. Zwischen den Pferden Sugar Love. Ragazzo geht nach vorne mit Sugar Love. Sugar Love und außen See You Soon. Sugar Love und See You Soon mit Ragazzo dazwischen. Sugar Love ist vorne. Sugar Love. Sugar Love vor Ragazzo. Sugar Love schafft es vor Ragazzo. Dritte ist See You Soon. Vierte nur Filaga, dahinter Exceeder Reader und letzte ist Twinny. So, der vorläufige Richterspruch im fünften Rennen, dem Maibock-Rennen. Siegerin ist die Programm Nummer 4, Sugar Love. Auf dem zweiten Platz die